Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Let's Play Bitrip Runner. Sehr schön. Press any button. Darin bin ich gut. Gut, wir haben aufgehört. Wo haben wir aufgehört? Wir haben, oh, das war noch gar nicht der Schluss. End of the beginning. Wo wir alles kombinieren mussten und, wartet, ganz kurz, bevor ich hier weitermache. Ich muss eine andere Stage mal noch kurz probieren. Und das war das, wo wir gesprungen sind das erste Mal. Ich glaube, das war das hier, 1.8. Wo wir das erste Mal Springen verwenden durften. War das doch, oder? Nicht? Okay, da mussten wir schon springen. Gut, ich muss mir nämlich nur anschauen, was die zweite Taste war für das Springen. Ich kann mich nämlich nicht mehr erinnern, was das war. Wahrscheinlich war es eh Doppel-B, Doppel-U-W. Tatsache. Oder ab. Interessant. Also die Steuerung ist sehr ausgewogen. Dieses Geräusch, wenn ich ins Inventar gehe, erinnert mich irgendwie an Super Mario. Aus irgendwelchen Gründen. Okay, das heißt, diesmal werde ich mich mit der rechten Taste, also mit der rechten Hand, werde ich mich nur noch aufs Springen konzentrieren, während ich mich hier mit Sliden und Kicken befasse. Hier war Springen. Hier war Sliden. Also so wird das Spiel dann doch etwas interessanter. Nein, das war Springen. Rechte Hand ist Springen. Das muss ich auseinanderhalten. Ich meine, ich habe jetzt auch wieder eine Pause gemacht, bevor ich hier wieder spiele. Ich spiele das Ganze nicht in einem Stück. Da müsst ihr mich auch entschuldigen. Nein, W drücken. Oh Gott, ist das komplex. Ich bin schon überfordert damit, dass ich hier springen muss. Und hier sliden muss. Allein damit bin ich schon überfordert. Und hier muss ich nichts leiden, ich tue es trotzdem immer wieder gern. Aua. Gut, konzentrieren, Shorty Cuber, konzentrieren. Springen. Sliden. Springen, springen, sliden, springen, yeah, yeah. Ich hab's voll drauf. Yeah! Okay. Okay, okay. Okay, oh, ich habe Angst. Ich krieg die Panik. Verdammt. Panik! Ich bin wirklich gespannt, wann ich einmal zu einem Punkt komme, wo ich wirklich das Video zusammenschneiden muss. Boah, das war knapp. Okay, 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 springen, ja, ja. Oh, UFOs, was machen UFOs hier in einem Tunnel? Ja, ich habe gemerkt, das muss ich früh genug machen. Ich habe schon wieder irgendeine Errungenschaft. Okay. Das war knapp. Oh, ja, ja, Regenbogen. Ah, Regenbogen. Commander-Video, da ist es drauf. Zwar kein Bonus, aber okay, da ist es drauf. Du bist mein Held. Odyssey. Ich habe Angst. Jetzt geht's wahrscheinlich los. Jetzt springen da 10.000 Kugeln auf mich oder sowas. Ich meine, Kugeln gibt's hier nicht, hier gibt's nur Würfel. Interessant. Springen. Hier sind wahrscheinlich alle Sachen kombiniert nochmal. Das kann ich mir so richtig gut vorstellen. Ah. Konzentriere dich nicht auf dieses Goldstück. Ah. Kacken wir drauf. Und es ruckelt. Ich ignoriere die Goldstücke. Wir wollen es einmal durchschaffen hier. Ich kann es einfach nicht lassen. Wow. Okay, wie soll ich die... Wie soll ich die Stücke kriegen? Soll ich die UFOs wegkicken oder wie? Das geht bestimmt nicht. Oh, das war riskant.
Das war auch riskant. Das war auch riskant. Und das war sinnlos. Ich weiß ehrlich nicht, wie ich an die Stücke rankommen soll. Da muss ich ja Suizid jumpen. Habe ich das Stück gerade? Oh, ich muss kicken. Kicken. Kicken habe ich ja genau. Das kann ich ja auch noch. Mann, Leute. Ich lerne immer wieder was Neues. Mir geht die Musik irgendwie ab hier in diesem Level. Ist mir doch etwas zu ruhig. Irgendwie schon. Sind das Raupen oder was sind das für Dinger? Kicken. Haha. Okay. Gehen wir mal. Was? Wood. Wood, man. Wood. Wood. Das war seltsam. Jump, 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 jump. Fail, 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 fail. Nein. Ich wollte Jump Kick sogar noch machen. Wahrscheinlich werde ich cutten bis zu dem Punkt, wo ich schaffe. Das kann ich jetzt schon sehen. Oder bis ich es einfach mal weiter schaffe. Wieder spielt jemand. Da spielt wer eindeutig zu viel Minecraft. Was sind das eigentlich für Kristalle? Jetzt werden wir mal ernst hier in diesem Spiel. Was machen diese Kristalle? Was sind das für Kristalle? Wieso bin ich hier? Wieso laufe ich? Muss mein Charakter nur aufs WC? Kann das sein? Das ist meine größte Frage. Lauft mein Charakter hier nur die ganze Zeit und versucht Bonus zu kriegen, um eine Abkürzung zu finden? Vielleicht auf eine Toilette? Ich hab das Geld gekriegt. Wow, so geht das also. Okay. Jetzt kommt doch mal Stimmung hier rein. Nein, ich habe mich verdrückt. Nein, kicken. Disco, 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 Disco. Disco Slide. Okay. Kann mir egal sein. Kann mir egal sein. Kann mir egal sein. Kann mir egal sein. Wow, 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 wow. Don't overdo it, man. Gibt's ja auch sowas wie Checkpoints? Na. Und los geht's. So viel Gespringe. So viel Gespringe, Leute. Ich halte die Spannung schon nicht mehr aus. Neuland. Neuland, Neuland. Das erinnert mich an die ganzen Stages alle zusammen irgendwie. Wow. Ja, das erinnert mich eindeutig an die ganzen Passagen. Eindeutig. Sind das alle Stages nochmal zusammen? Nein! Goldstück, du hast mich... Nein! Und kicken. Ich darf einfach nichts erwarten, was ich aus anderen Stages schon mal gesehen habe. Ich muss mich einfach darauf konzentrieren, was mir wirklich da vorkommen könnte an neuen Dingen. Weil es sind einfach nicht wirklich genau eins zu eins die Dinge, die in den vorherigen Stages vorgekommen sind. Sondern es sind eher Sachen gemischt und kombiniert durch fiese Passagen.
aus den vorherigen Dingen. Was? Nein! Leute, ich brauche eine Minute, um dorthin zu kommen. Das ist mühsam. Ich habe noch immer das Problem bei neuen Passagenteilen, dass ich nicht weiß, was ich einsammeln kann und wo ich jetzt hinspringen soll. Das muss ich alles erst durch einen schmerzhaften Tod feststellen. Oder ein durch, durch Gegenwandlaufen gekennzeichnetes Ding. Ja. Bevor ich richtig Schiss habe, ist, dass wirklich alles nochmal hier vorkommt. Sprich, die Kugeln kommen dann zum Schluss noch. Davor habe ich am meisten Schiss. So, und weiter habe ich es noch nicht geschafft. Das kommt mir so bekannt vor. Nein! Nochmal! Yay! Springen! Das kann ich ja so gut. Jetzt habe ich das wenigstens schon recht gut drauf. Wahrscheinlich, weil ich das gesagt habe, werde ich jetzt so einen in die Fresse kriegen. Dadurch, dass ich hier meine, ich kann es. Sage ich ja, ich kann es nicht. Das ist eine richtig große Herausforderung, dieses Spiel. Schwierigkeitsfaktor ist hoch. Obwohl ich es gerade mal auf normal gestellt habe. Ich meine, ich könnte es auf easy stellen und das Spiel durchspielen, aber wo bleibt da die Herausforderung, Leute? Wo bleibt da der Spielspaß? Wenn einem alles wirklich vor die Nase gedrückt wird, macht es keinen Spaß, finde ich. Ich meine, ich bin es gewohnt, das Spiel auf easy zu spielen. Aber trotzdem. Irgendwo möchte ich das Ganze dann doch auch ein bisschen lernen. Und vielleicht hier und da ein paar Tricks herausfinden. Zum Beispiel der Slide Jump hier ist wirklich ein Muss. Und aua, wie habe ich das jetzt geschafft? Ohne den würde ich das jetzt wirklich nicht schaffen, hier überhaupt weiterzukommen. Vor allem bei den Passagen, wo die Abgründe mit den UFOs sind. Da habe ich grundsätzlich große Probleme gehabt und da habe ich es ja dann doch geschafft, indem ich den Jump herausgefunden habe. Und ich hoffe, mit diesem Jump komme ich auch noch weiter in dem Spiel. Aua. Aber schon langsam lässt die Konzentration auch bei mir nach. Na. Jetzt habe ich mich schon verdrückt gehabt. Okay. Und Jump. Und Jump. Und zwei und... Kick-Passage. Kick. Kick. Nein! Das war eindeutig zu früh. Ah, nochmal. Vor allem, Leute, ich stelle mir auch so richtig vor, in nächster Zeit wirklich auch zu labern in den Zeiten, wo ich mir denke, dass ich rausschneiden werde. Einfach aus dem Grund, weil vielleicht hier und da Dinge passieren können, die vielleicht lustig sind. Ihr wisst jetzt wahrscheinlich noch gar nicht einmal, wie viel der Versuch das hier ist, dass ich das hier mache. Also den Teil der Stage. Ich wüsste es auch jetzt gern. Müsste ich aber nachzählen. Das weiß ich jetzt selber nicht. Sehr schön. Diesmal habe ich das so geschafft zu bekommen. Nein! Ich habe doch gedrückt. Nein! Nose! Hier kommt Super Pixelman mit Super Drogen! Und einsammeln und weiter kann's rutschen. Wir gehen ja nicht, versteht ihr? Weiter kann's sliden. Ich muss auch schauen, dass ich die Platten so relativ in der Mitte treffe. Deswegen habe ich das auch anscheinend bei dem einmal nicht getroffen. Aber naja. Kann ja passieren, oder? Ich bin nicht perfekt. Den Modus spiele ich auch nicht. Das ist ein Schwierigkeitsgrad in diesem Spiel. Perfekt. Den möchte ich unbedingt nicht spielen. Kann ich euch jetzt schon sagen. Jetzt kommen die ganzen Höhlenpassagen wieder. Aber zuerst kommt noch Super UFO Action. Das ist der Slide Jump, wo ich den geübt habe und gelernt habe. Genau, das war die Zwischenpassage, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt hat's aber... Jetzt schlägt sie die 19. Was auch immer die 19 ist. Das war schön getroffen. Da muss ich mich einfach nur darauf fixieren, im richtigen Moment zu sliden. Sprich, die ganze Zeit, wenn möglich. Okay.
Okay. Kicken. Ich habe nichts mehr so wirklich im Überblick. Kicken. Jetzt wollen die mich herausfordern mit Treppen oder wie? Oder wie? Wow. Haha, ihr habt mich nicht gekriegt zu Schluss. Haha. Haha. Longest Journey. Wir haben 81 von 93 Gold und ich bin wirklich stolz drüber sogar, dass ich so viel erhalten habe. No Bonus und traurig Modus. Okay, das heißt, ich schätze mal, im nächsten Part treten wir dann einem Boss entgegen. So wie es aussieht, und wir wollen nicht spoilern, deswegen zeige ich euch jetzt nichts darüber. No, ich weiß es ja selber nicht, also beruhigt euch. Gut, damit hätten wir dann die Zone 1 schon fast abgeschlossen, dann fehlt uns nur noch der Boss. Und dann kann es losgehen mit der Zone 2. Ich weiß jetzt nicht, ob es mehr als 3 Zonen gibt, aber es wäre relativ schön, wenn es mehr geben würde. Glaube ich zwar, aber eher weniger. Können wir mal im Chili-Link vielleicht... Chili-Link. Ich lese schon wieder was Falsches vor. Nein, hier ist noch nicht mehr Info drüber. Das ist sehr schön, dass die da nicht spoilern. Ah, doch, es gibt nur 3 Stages. Schade, vielleicht ist aber irgendwas ganz geheim noch drinnen. Keine Ahnung, vielleicht kommt auch noch irgendwas. Das kann auch sein. Nun dann, danke Leute fürs Zusehen. Unten links der Link zum nächsten Video und wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Bit Trip Runner. Wenn es heißt, wir vermöbeln einen Totenkopf. Mingron Timbletot. Timbletot. Mingrod. Mingron Timbletot. Okay. Seltsamer Name. Nun ja, mit dem, was wir können, werden wir ihn sicher besiegen. Wir können springen, wir können sprengen, wir können sliden und wir können kicken. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.